Wie beurteilen Sie die EDS aus Ihrer Sicht und speziell für die Solutio GmbH? Ich finde, dass es eine unglaubliche EDS ist, wenn wir die Besucherströme hier anschauen, Tag ein, Tag aus. Menschenmengen strömen und genauso sieht es auch auf unserem Stand aus. Und was mir besonders auffällt, ist diese positive Grundstimmung. Ob das jetzt bei unseren Kunden ist oder bei den Ausstellern, gleichermaßen einfach eine tolle Stimmung, die Zufriedenheit der vergangenen Monate ausdrückt, denn wir haben ja alle dahin gearbeitet auf der einen Seite und zum anderen drückt es vollen Optimismus aus und auch Zuversicht für die Zukunft. Was klasse ist, wir konnten schon in den letzten Tagen eine Menge Kunden wieder gewinnen, von Charlie begeistern und was uns besonders freut, sind Aussagen wie zum Beispiel einmal Charlie, immer Charlie oder ein anderer Kunde kam zu mir und hat gesagt, mich werden Sie nicht wieder los. Und das ist natürlich eine tolle Aussage und das freut uns. Welche Anregungen haben Sie mitgenommen? Ich denke, die Solutio GmbH hat ein ganz positives Fazit mitzunehmen und wir schätzen hier im Besonderen den Austausch mit unseren Kunden, mit unseren Zahnärztinnen, weil diese persönlichen Anregungen für uns eine Garantie sind, dass wir praxisnah entwickeln können. Und das machen wir nicht nur hier auf der EDS, sondern das ganze Jahr durch. Täglich sind wir im Kontakt mit unseren Kunden und wir haben dazu extra einen Produkt-Feedback-Prozess. Und dieser garantiert den Ideengebern, dass ihre Anregungen verarbeitet werden und sie kriegen garantiert von uns eine Antwort. Und wir sind sehr glücklich, dass dieser Austausch sehr genutzt wird. In welchen Maßnahmen begegnet die Solutio GmbH der zunehmenden Digitalisierung? Ja, die Solutio GmbH ist seit einigen Jahren schon auf Wachstumskurs. Im Besonderen letztes Jahr und auch dieses Jahr haben wir eine Menge neue Arbeitsplätze geschaffen. Da kann ich vielleicht gleich mal die Frage beantworten, die sehr oft gestellt wird. Warum haben Sie so viele Anzeigen auf der Homepage oder in Medien? Genau deswegen, weil wir auf Wachstumskurs sind. Wir erweitern unsere Produktpalette. Im Besonderen im mobilen Bereich und da haben wir ja hier zur IDS unsere Charlie MES Dashboard App mitgebracht, die den Zahnarzt es ermöglicht, egal wo er ist, ob auf einem Kongress, zu Hause, sonntags, immer wieder seine Zahlen zu prüfen und seine Praxis zu steuern. Zum anderen wollen wir natürlich, dass die Praxis es leichter hat, dass sie es übersichtlicher hat und darum haben wir unseren sprachgesteuerten Charlie mitgebracht, Hallo Charlie, und natürlich auch HKPM Management. Ein Riesenthema ist im Moment die Cloud und wenn ich hier dazu noch ein paar Worte sagen darf, die Solutio GmbH arbeitet schon länger in der Cloud. Die Kunden kennen das, indem sie ihre Updates über den Cloud-Updater erhalten. Ansonsten sind wir intensiv in der Forschung bezüglich Cloud. Cloud ist, glaube ich, ein Riesenthema, Digitalisierung ist ein Thema und natürlich auch, wie werden die Prozesse in einer Praxis aktualisiert, automatisiert. Hier möchte ich trotzdem mal eingrenzend sagen, wir befinden uns auf dem Markt der Berufsgeheimnisträger und das darf man nicht ganz unbeachtet lassen, denn hier gibt der Gesetzgeber ganz klar vor, was geht und was nicht. Und das berücksichtigen wir auf jeden Fall für unsere Kunden. Die können sich auf uns hier einfach verlassen. Welche weiteren Maßnahmen planen Sie im nächsten Jahr? Wir haben schon ein bisschen erzählt auf der IDS davon. Wir starten mit einem völlig neuen Schulungskonzept in die digitale Lernwelt und damit ist eine Flexibilität für die Praxen gegeben und es ist total zukunftsorientiert. Unsere Praxen sind schon total begeistert, was wir hier präsentiert haben. Und wir starten zwar erst im Herbst, dann können wir das für sie anwenden. Aber wir haben schon Vormerkungen von den Praxen, die diese Lernwelt umsetzen wollen. Was planen wir im nächsten Jahr? Ich habe es vorhin schon angesprochen, gerade im Zeitalter der Transformation, Digitalisierung und VUCA-Welt ist es für uns trotzdem oberste Verpflichtung, dass unsere Kunden gesetzestreu von uns
beliefert werden. Und so werden die nächsten Themen einfach die AZP-Schnittstelle sein. Das ist ja noch aus dem Patientenrechtegesetz die Möglichkeit, dass der Arzt importieren und exportieren kann die Patientendaten. Es geht um die neue Heilmittelverordnung und natürlich auch um die Telematik-Infrastruktur. E-Health-Gesetz will ich da nur mal sagen, als Anreißen. Das sind die nächsten Themen, die uns auch beschäftigen, neben natürlich Digitalisierung, Automatisierung, KI, wo es möglich ist, das einzusetzen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir hier unserem Kunden die Stabilität versprechen, die Qualität versprechen, und dazu brauchen wir unseren Kunden und den ständigen Austausch, und da sind wir ganz glücklich, dass das so ist.